Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lawn Mowing Simulator. Oder sagen wir einfach Rasenmähsimulator. Ja, wir haben vergessen in der letzten Folge unseren schönen Mäher zu reparieren. Das sollte man eigentlich nach jedem Auftrag machen. Das kostet nicht viel. Das waren jetzt 22 Pence, heißt das, glaube ich, ne? Pfund und Pence, oder? Egal. Oder sind das auch Cent? Ach, keine Ahnung, ich kenne mich mit englischer Währung nicht aus. Auf jeden Fall 5,89, 1,43 und tanken muss man auch für 1,95. Also hält sich in Grenzen das Ganze. Das kann man sich dann auch hier nochmal auf der Statistik angucken. Also wir haben jetzt 9,49 bezahlt für das Ganze. So. Dann suchen wir uns doch mal einen neuen Auftrag. Ich denke mal, wir gehen in den Garten hier. Das kann natürlich nur ich übernehmen mit dem Rasenmäher. Mehr haben wir noch nicht. 6 bis 7, das heißt, wir machen 6 und brauchen 99,5. Ja, möchten wir machen. Da steht unser Gartenzwerg. Da liegt was rum, da liegt ein Hundehaufen. Okay. Ein Stock. Hier ist die Kacke. Lecker. Frische Kacke. Eine Kuh hier in der Nähe. Hallo? Ah, hier ist noch. Oh, das ist aber noch ein Stückchen. Dann haben wir den Gartenzwerg hier noch. Und fehlt noch ein was. Was fehlt denn hier noch? Ne, das kann man nicht. Die Master View hier. Aber das ist doch nur das Stück Rasen, was wir machen sollen. Was soll denn hier noch was liegen?
Jetzt mal ganz ehrlich, hier liegt doch nichts mehr. Ich habe noch nie nicht alle Sachen gefunden. Da bin ich mal gespannt, was hier noch liegen soll. Ob wir das auch gleich gezeigt kriegen. Nun gut, dann machen wir mal erstmal den Motor an. Gehen die Drehzahl hoch, gucken nochmal mit der Schnitthöhe. Dann wollen wir 6 haben. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt dann einfach platt fahren. Oder ob das jetzt vom Spiel quasi entfernt wurde. Ach Gott, hier liegt noch so ein Stück Kacke. Ich habe ein Objekt zerstört. Oha, ich habe Kacke zerstört. Ist ja kacke. Der wollte die Kacke noch behalten. Jetzt habe ich sie kaputt gefahren. Ärgerlich. So, einmal schön außen drumherum gemäht. Habe ich mir gleich einmal an den Weg dann entlang. Dass wir quasi zwei Seiten haben. Aber erstmal nehmen wir nochmal komplett auf den Rund. Und bei diesem Meer ist man spart sich etwas aufleeren. Das spart schon gut Zeit. Ich fahre hier auf der Seite einmal den Weg vorbei, dann habe ich hier die Ecke auch schon fertig. Dann haben wir hier den Pavillon, da muss ich einmal vorsichtig sein, ich werde die Blumen kaputt fahren.
Wir haben ja schon ein wertvolles Objekt zerstört. Haben wir den Baum auch einmal freigeschnitten, Baum und Beet. Wir haben noch die kleine Vorgetränke. Ich glaube, dann kann ich die Ecke hier auch einmal fertig machen. Aufpassen, die Tränke. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Rasen hier schneller geht als der andere, als der aus der ersten Aufgabe. Ja, die Fläche hier ist gleich fertig. Wir müssen noch ein, zwei Mal hoch und runter fahren, haben wir es. Einmal die Vorgetränke frei nehmen. Da steht die ganze Zeit jetzt, dass ich eine Strafe für das Objekt kriege. Weit als auch, dass die Welt von der Kacke kaputt gefahren hat. Ich bin das die ganze Zeit für die Nase gehalten. So, noch die zweite Seite.
gucken, was die. Das sind noch ein oder zwei Beete sind hier noch drin mit Pflaumen. Was ist B? So nach dem Auftrag nicht vergessen, dass wir den Rasenmäher wieder fit machen, weil mit einem kaputten Messer fahren ist nicht lustig. Dann bleibt nämlich viel Rasen stehen und man darf dann die kleinen letzten Puzzeln für den Auftrag, damit man ihn werden kann, alle ja immer wieder nochmal abfahren. Das wollen wir ja nicht. Hast ja nur uns Zeit. Ich meine, man kann auch auf dem Anhänger hier repariert, also wenn man nicht in der Werkstatt ist oder in der Garage. Aber so wie ich das gesehen habe, ist das teurer. Also massiv teurer auch. Ja, wann kommt denn hier der nächste Baum? Hier. Ja, in der nächsten Bahn haben wir das an. Ach, so rühren wir das. Würde ich mal sagen. Oder einmal drum rum mähen. Die Kuh verfolgt mich. Ich muss die umdrehen, nachher läuft die mir hinterher die ganze Zeit. Oh, beinahe hätte ich die Rose kaputt gefahren. Das hätte doch wieder Mecker gegeben. Ja, nice, dann haben wir die Seite doch auch schon fertig. So, nicht zu eng wenden, sonst war wieder ein Loch im Rasen.
Oh, einen Hahn haben wir auch in der Nachbarschaft. Dann haben wir den Auftrag auch gleich fertig. Gibt er wieder Moneten? Was ein bisschen schade ist, dass ein Auftrag immer ein Tag quasi ist hier in Game. Aber okay. Wurde halt so gelöst, finde ich jetzt nicht so schlimm. Man hätte halt sagen können, okay, du hast jetzt für den Auftrag, keine Ahnung, es gehen dann 3 Stunden von denen auf, für den Auftrag verloren vom Tag. Prinzipiell spielt das eh keine Rolle hier in Game. Mit fünf, also für, sind 5 Aufträge halt eine Arbeitswoche, ist ja auch in Ordnung. Ich habe jetzt schon fertig, gar nicht aufgefallen. So in Trance gemäht. Das sieht doch schön aus. Terrainprüfung? Fehlgeschlagen. Oha. Aber immerhin habe ich noch 16 dafür gekriegt. Fetten Zeitbonus bei Man. 5? Was? Ein Haufen Scheiße kostet 5 Pfund? Haja. So, dann wollten wir noch reparieren. Und tauchen. Ja, nächste Aufgabe würde ich sagen, machen wir nächsten Folge. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr noch nicht getan habt, den Abo-Button klicken und die Glocke nicht vergessen.
Ja, sonst freue ich mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.